Ja, servus und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ja, bevor es losgeht, erst einmal herzliche Grüße an den lieben Stefan vom Kanal Stefans Dufteplaudereien. Ebenso ganz herzliche Grüße an den lieben Flo aus Hamburg sowie unseren lieben, ganz lieben Follower. Den lieben Marco, den darf man nicht vergessen. Und ja, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt vorhin auch ein Video hochgeladen, bin leider gestern überhaupt nicht mehr dazu gekommen, was aufzunehmen. Wir waren gestern fast den ganzen Tag unterwegs und insofern habe ich dann abends auch keine Lust gehabt, irgendwas noch großartig zu machen. Auch habe ich die Videos von dir, Stefan, und von dir, Flo, habe ich noch gar nicht geguckt. Die werde ich mir aber nachher gemütlich dann in aller Ruhe mal reinziehen. Ja, gestern haben wir ja super Wetter gehabt. Kann man sagen, ja, richtiges Frühlingswetter. Wir waren, wie gesagt, auf der Autobahn zum Teil unterwegs. Und da war es zum Teil im Auto, hat mein Thermometer an die 20-Grad-Marke, an der 20-Grad-Marke gekratzt. Also es war schon richtig super, super geiles Wetter. Und da passt natürlich jetzt, passen meine Frühlingsdüfte, passen da eigentlich perfekt rein. Ja, bevor es losgeht, nochmals auch ganz herzliche Grüße an alle neuen Zuschauer, neu hinzugekommenen Abonnenten. Bleibt einfach hier bei mir auf dem Kanal, dann seid ihr richtig. Hier gibt es immer alles über preiswertes und günstiges Parfum. So, jetzt lange genug der Vorreden und lang genug geschwitzt. Jetzt würde ich sagen, starten wir. Oder fangen wir an. Ja, ich habe hier eine kleine Auswahl an Frühlingsdüften. Natürlich ist hier oder der eine oder andere Duft, wo jetzt hier ein bisschen fehlt. Wahrscheinlich habe ich wieder was vergessen. Das war jetzt einfach so eine spontane, ja, so eine spontane Auswahl. Los geht's mit dem Science Classic. Ist jetzt eigentlich mehr oder weniger ja kein richtiger Designer. Das der Classic ist im jedem Drogeriemarkt erhältlich, kriegt er bei Rossmann, DM und bei Müller. Finde ich, gehört aber trotzdem dazu. Ein wunderschön zitrischer, aquatischer Duft, sehr linear. Da macht er eigentlich nichts falsch. Es ist ein Duft. Der Science Classic, der hat, wie ich mal sagen, der hat jetzt keine großen, hat keine große Duftveränderung und ist auch jetzt nicht sehr komplex, was die Duftpyramide angeht. Aber das, was er können muss, das macht er. Ist ein Duft, den könnt ihr überall, Sportstudio, Office. Der lässt sich überall prima einsetzen. Er geht auch, wie gesagt, im Hochsommer könnt ihr den selbstverständlich auch verwenden. Aber passt natürlich auch gut in den Frühling rein. So, der nächste Duft ist der Cool Water. Cool Water von Davidoff ist eigentlich ein Duft, der gehört normalerweise in den Frühling rein. Das ganz moosige, erdige, so von früher, das hat er natürlich jetzt nicht mehr. Also ihr wisst, oder alle die, die den Duft kennen, der hat halt schon eine gewisse Synthetik drin. Aber ich finde ihn trotzdem immer noch eines der, ja, eines der, einer der besten Designer. Wenn er auch in der, sage ich mal, in den 20 Jahren, wo er auf dem Markt ist,
sich ständig oder wo er ständig reformuliert wurde und wo er auch, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht mehr die Haltbarkeit der vergangenen Tage, diese Erdigkeit, diese Modesigkeit, das hat er natürlich jetzt nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem noch ein supergeiler Duft. Ja. Immer noch erfrischend, mit einer gewissen Moderne, also angepasst eben auf diese 2000er fruchtig-süße DNA, aber nicht, also nicht falsch verstehen, der ist immer noch schön zitrisch, aber hat ein bisschen was Modernes halt, wo halt die modernen Düfte hingehen. Der nächste Einduft, der darf natürlich nicht fehlen, der Skulptur von Nikos. Es ist einer meiner liebsten, ja, einer meiner liebsten Frühlingsdüfte. Könnt ihr auch im Sommer oder im Hochsommer tragen. Mandarine, Zitrone, ein bisschen was Florales, was er drin hat. Er hat Jasmin, Maiglöckchen. Ist ein geiler, super geiler Frühlingsduft. Ich mag den vor allen Dingen vor allen Dingen die Duft-DNA ist richtig gut. Das ist der erste Duft, den ich normalerweise im Frühling immer trage. Bevor ich jetzt die anderen dann im Wechsel verwende, ist hier mal einer meiner Lieblinge. Ja, ach, wunderbar, geil. Der Duft kostet übrigens genau wie der Davidoff von der Science. Der Science liegt preislich bei 10 € etwa. Der Davidoff, den kriegt er auch, wenn er den Angebot holt, wie auch alle anderen Düfte, bis auf zwei, drei, wo ein bisschen teurer sind. Aber die kriegt er alle so zwischen 20 und 30 €, also kleinere Abfüllungen. Der nächste ist der Hugo und zwar von Boss. Das ist meines Erachtens einer der eben einer der sehr jugendlicher Duft kann natürlich kann das auch ein älterer tragen, es ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde den, der hat eine klasse DNA, der hat ebenfalls Apfel drin, wie der normale Boss bottelt. Hat aber auch ein bisschen so, ja, so ein Kaugummi-Style. Und ich finde den Duft richtig gut. Der hat natürlich nicht mehr die Haltbarkeit der vergangenen Jahre. Aber das ist hier noch einer meiner allerersten Batches. Ach, ja. Also wie gesagt, der hat auch so einen gewissen Bubblegum-Style. Unheimlich geiles Teil, müsst ihr unbedingt probieren. Wie gesagt, sehr fruchtigen Start. Der hat Apfel drin. Ich kann mal gucken, was er noch alles drin hat. Der hat auch ein paar florale Noten. Ja, der hat Lavendel, Salbei, Gartennelke. Der hat jede Menge Früchte quer durch den Gemüsegarten. Ein bisschen was Florales, ein bisschen was Würziges, aber hat wie gesagt definitiv eine moderne DNA. Also meine Empfehlung für den Frühling passt der super gut rein. Den habe ich früher immer im Wechsel getragen mit dem Nikos, weil die haben schon irgendwo, ja, jetzt will ich nicht sagen, eine Ähnlichkeit, aber die DNA ist irgendwo vergleichbar. Diese Süße. Oder gemäßigte Süße, bis was Florales, ein bisschen Würzigkeit, ein bisschen was Würziges, dann holzig. Einfach eine geile Mischung. Entschuldigung. So, der nächste Duft ist der Jaguar Pace. Ja, ist ein moderner Duschgel-Duft. Damals vom Jeremy auch hoch und runter gehypt. Mittlerweile bekommt man den auch in jeder Drogerie recht günstig. Müsst ihr mal gucken. Den bekommt man, glaube ich, schon ab 15 €. Ich weiß allerdings nicht, das ist jetzt eine 100er oder? Ich glaube, so eine 125, aber egal. Ja, hat ein bisschen diese Moderne und ist aber auch gleichzeitig natürlich auch ein bisschen synthetikfrisch.
Finde es aber sehr gelungen. Ist ein sehr gelungener Duft. Der nächste ist ebenfalls nochmal ein Autoduft. Und zwar, also das war jetzt der Jaguar Pace, nicht, dass ich es jetzt wieder vergesse. Der nächste ist der Jaguar Gold. Das ist jetzt ein Duft, den könnt ihr an kühleren Frühlingstagen, passt der auch noch perfekt rein. Der hat so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen, so eine Ähnlichkeit mit dem Laden von Parfüm de Marly. Aber das könnte, der könnte in eine Nische-Richtung gehen. Ach, ja, geil. Einfach geil. Hat immer noch eine Hammer-Silage, eine Hammer-Haltbarkeit. Bei mir hat er auch zwischen 6 und 7 Stunden und länger gehalten. Also auf jeden Fall Top-Empfehlung. So, jetzt habe ich hier noch den, der darf natürlich nicht fehlen, der Sauvage, aber nicht das EDT, das EDP. Ich finde, das EDP ist einfach gegenüber dem EDT ist tragbar. Der hat eine schöne vanillige Note, hat ein bisschen was Wärmendes, Holziges, ist im Dreidaum einfach gefälliger und hat vor allen Dingen halt, er hat dieses Sauvage-DNA, aber nicht mit so viel Aproxan wie das Original. Also ich finde das EDP finde ich definitiv um Längen besser gelungen. Was jetzt nicht heißt, dass das EDT schlechter ist. Aber ich finde, das EDP ist einfach ein bisschen gefälliger. So, der nächste Duft wäre, wäre der Versace. Und zwar der Eros, aber nicht der normale Eros, sondern den Eros Flame. Ich hoffe, man sieht es. Wunderschön gemacht. Der Duft ist hier für den Frühling, will ich mal sagen, richtig top geeignet. Frühling, Herbst, könnte man auch an ja, nicht ganz so warmen Sommertagen, kann man den auch tragen. Er hat in der Kopfnote hat er Orange drin und er hat Chinotto drin. Chinotto, das ist ein bisschen so eine herbere Orangennote. Also das heißt, der ist nicht ganz so süß, wie ich finde. Hat eine wesentlich zitrische Eröffnung und ist meines Erachtens einer, der, wie gesagt, für den Frühling, Sommer ist der sogar vielleicht besser geeignet als der normale Versace. Der Versace hat übrigens auch, glaube ich, Minze drin, müsste man nachgucken, aber der hat auch so eine erfrischende Note, Eukalyptus oder Minze, irgendwas ist da drin. Mal gerade mal gucken, dann kann ich es euch genau sagen. Nee, Minze hat er nicht drin, pardon. Zitrone, Mandarine. Und hat dann im Herz hat er die Vanille, Tonkabohne. Aber ich finde den, wie gesagt, ich finde den sehr gelungen. Besser eigentlich als der normale Eros. So, dann kommen wir langsam zum Ende. Pardon. Und zwar, jetzt kommt die Büchse. Und zwar der Versace Blue Jeans. Also wie ich finde, den bekommt man, ich glaube für 14 oder 15 Euro einen echten Versace-Duft. Und ich glaube sogar, es war einer der letzten Düfte, den der Gianni Versace selbst kreiert hat oder mitkreiert. Ich glaube, der Jacques Beledrut ist der Parfümeur, müsste mich schwer täuschen. Solche Düfte, da hat er jetzt auch, der ist 94, ist er auf den Markt gekommen und er hat so viel moderne Sachen drin. Das könnte, wie gesagt, das könnte sogar noch ein Nischenduft sein. Für das Geld ist ein absoluter Schnapper. Versace Blue Jeans. Ich kann euch den Duft absolut ans Herz legen, was er da bekommt für das Geld. Ist ein echter Versace-Duft. Wenngleich auch mit ein bisschen Synthetik,
Aber ich finde den nach wie vor, finde ich den top gelungen. Und für das bisschen Geld, was man da ausgeben muss, bekommt man einen erstklassigen Duft. Dann habe ich nochmal Versace. Und zwar, der gehört eigentlich hier definitiv rein. The Dreamer ist einfach, das ist ein Muss für den Frühling. Das hier ist ein Spaziergang in ein Spaziergang im Frühling in der Toskana. So riecht, kann man auch sagen, so riecht Italien. Ihr habt Gewürze drin, jede Menge Gewürze, Thymian, Rosmarin. Dann ist, glaube ich, auch Lavendel drin. Das ist ein Blumengarten, könnte man sagen. Der hat, Moment, muss mal gucken, der hat Estragon. Estragon hat er drin. Moment. Langsam. Estragon, Artemisia, Wacholder. Im Herz hat er die Iris und in der Basisnote hat er dann Tabakblüte. Also das ist auch ähnlich wie der Blue Jeans. Es könnte ein Nischenduft sein. Was er hier bekommt für die paar Euro, ist absolut ja, großes Kino, Leute. Großes Kino. Versace Setrima, eigentlich ein Muss für das Geld, soll in jeder Sammlung stehen. Haltbarkeit ist natürlich hier bei den Düften, das muss man ganz klar oder muss man fairerweise sagen. Die Haltbarkeit ist hier sehr, sehr bescheiden. Ihr habt für einen Designer-Duft habt dazwischen 4 und 5 Stunden. Aber angesichts des günstigen Preises, ihr bekommt, also wie gesagt, sowas bekommt ihr jetzt nicht in der Drogerie, in der Regel. Der Duft ist absolut Hammer. Wie gesagt, meine Empfehlung hier von den Versace-Düften auf jeden Fall der Eros Flame ist ein tolles Teil. Setrima, wie gesagt, im Frühling, da gehört er einfach dazu. Wenn ihr wissen wollt, wie es in der Toskana riecht, dann sprüht er euch den Dreamer drauf. Kann natürlich auch sein, wenn ihr irgendwo in Rom unterwegs seid, da riecht es ähnlich. Ja? Also ihr bekommt hier wirklich für billiges Geld bekommt ihr hier erstklassige Düfte. Und Versace ist in meinen Augen eines der qualitativ besten Häuser, was so im Designermarkt oder im Designerreich, außer jetzt noch Dior und Chanel. Aber das sind so die drei Top-Häuser, wo ich meine, da bekommt man am meisten fürs Geld. Dior hat ein bisschen nachgelassen, wie ich finde. Natürlich, das ist auch, wie gesagt, das ist einer meiner Favoriten, aber wenn man jetzt, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, was die Qualität anbelangt, dann hat Dior schon ein bisschen abgebaut. Das gibt eigentlich von Dior nur noch die Privé-Linie, wo wirklich, also qualitativ sehr, sehr hochwertig ist. Aber alle anderen, vielleicht noch das Fahrenheit Parfüm, das ist auch noch besser, werde ich auch irgendwann mal vielleicht vorstellen. Und das Gegenüberstellen gegenüber dem normalen EDT, dass er mal so die Unterschiede feststellt. So, jetzt habe ich lang genug gequasselt. Das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich wollte das Video eigentlich gar nicht so lang machen. Und eigentlich habe ich vorgehabt, ähnlich wie du, Stefan, 5 Düfte zu präsentieren. Jetzt sind es am Ende 3, 6, 9, ja, 9 oder 10 Düfte geworden. Einfach für, ja, ich will das einfach jetzt mal so belassen. Und ja, wenn ihr Fragen zu den Düften habt, könnt ihr das mir ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was so eure Top-Frühlingsdüfte sind. Wie gesagt, der hier, der gehört der Skulptur, der gehört auf jeden Fall bei mir immer zum Frühling mit dazu. Ist eigentlich seit es den Duft gibt, ein treuer Frühlingsbegleiter. In den letzten Jahren immer drauf gehabt, wenn wir so unseren Frühlingsstart am Bodensee gemacht haben, da war der immer mit am Start. Ist natürlich, wenn die Temperaturen zu hoch sind,
Da würde ich jetzt andere Düfte bevorzugen. Ich habe ja auch noch den Versace Pour Homme. Der ist, sage ich mal, jetzt für den Hochsommer natürlich wesentlich besser geeignet. Hätte man hier auch noch mit einbringen können. Aber ja, ich finde, wie gesagt, man kann die Düfte kann man natürlich austauschen. Ich, wie gesagt, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibt mir einfach mal rein, was ihr so an Frühlingsdüften drauf macht. Und gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, einfach Abonnieren-Button drücken über ein kostenloses Abo. Da würde ich mich natürlich riesig freuen. Selbstverständlich ein Dankeschön an alle neu hinzugekommenen Zuschauer und selbstverständlich auch alle neuen Abonnenten, Abonnentinnen. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und dann sehen wir uns ganz einfach zum nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.